Chris Liebing ist DJ, Produzent und Label-Owner. Aber nicht nur das, er moderiert eine wöchentliche Radioshow hier in diesem Hörfunkstudio. Das Jahr 2003 war für Chris Liebing ein Meilenstein in seiner Karriere. Er veröffentlichte sein erstes Album und er bekam den German Dance Award. Thorsten Hönsch, unser Reporter, besuchte ihn und sprach mit ihm über Starkult, Evolution und die Club Night. Hallo und herzlich willkommen zu XXL Club Night im Hessenfernsehen. Wir stehen im Moment vor dem Haus eines der angesagtesten Label-Owner, Produzenten und DJs, Chris Liebing. Wir schauen jetzt mal, ob er uns reinlässt. Die neue Platte heißt Evolution oder Evolution. Wie war denn die Resonanz so auf die Platte? Die Resonanz auf die Platte war eigentlich zum Großteil positiv, weil viele überrascht waren, dass man hinter der Techno-Musik doch noch irgendwo einen Sinn und Zweck entdecken könnte oder dass man den sogar mit einem Sinn und Zweck verbinden könnte. Von daher habe ich ein bisschen einen neuen Weg begangen und habe auch ein Thema benutzt, was mich total interessiert, quasi die Evolution der Menschheit irgendwo und habe das versucht, mit der Musik in Verbindung zu bringen. Wie würdest du den Stil der CD charakterisieren? Ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet, weil vorher war das gar nicht so beabsichtigt, ist die ganze Platte schon ziemlich düster und sehr industrial angehaucht. Ich habe auch schon von Kumpels gehört, irgendwie die nachts auf der Straße gefahren sind und gesagt haben, konnte mir das Album jetzt nicht weiter anhören im Auto, weil da wurde es mir ein bisschen düster und da wurde es ein bisschen ängstlich in diese Richtung. Jetzt hast du vor wenigen Wochen einen sehr wichtigen Preis gewonnen. Welcher Preis genau war das? Ich habe den Deutschen Dance Award für den besten nationalen DJ bekommen. Und wenn ich bedenke, wer sonst noch so nominiert war, war das wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und auch eine Bestätigung dafür, dass ich das, was ich tue, vielleicht auch irgendwie in irgendwelcher Augen oder Ohren auch gut tue und dass Leute einfach daran Spaß haben an dem, was ich mache, weil ich ja selber auch Spaß dran habe. Und das ist schon so eine Bestätigung. Wie ist das Leben nach dem Award? Es hat sich schon so ein bisschen ausgewirkt, dass mehrere Leute dein Gesicht jetzt irgendwie kennen und dass ich dann auch so Festivals wie zum Beispiel Nature One schon mal eher erkannt werde, wenn ich mal über den Festplatz da laufe. Was bedeutet die Club Night für dich? Also die Club Night war immer eine ganz besondere Sache. Wenn das Club Night Mikro runterkommt, dann bist du schon so, heute Abend spiele ich dann noch da und da, könnt ihr ja alle hinkommen. Also da hat man immer noch so einen Frosch im Hals, ich jedenfalls habe das. Aber das kommt vielleicht von ganz früher noch, weil ich schon Club Night gehört habe, seitdem sie anfing. Und für mich das immer, was es auch immer noch ist, wirklich eine Institution war, wo man auch gehört hat irgendwie, was ist momentan Sache. Was erwartet uns in der Club Night? Zum einen ist es definitiv so ein kleines Spiegelbild von dem, was momentan ich in den Clubs sowieso spiele. Zum anderen werde ich bestimmt ein, zwei Tracks aus meinem Album da nochmal reinlaufen lassen, obwohl ich das auch schon oft genug gemacht habe, weil mein Album ja auch schon seit März eigentlich fertig ist. Und für mich selber ist das dann eigentlich auch schon älter. Aber es gibt definitiv viele neue Dinge zu hören. Groovigere Sachen, auch härtere Sachen. So ein kleiner Mix daraus. Dass ein schöner Flow daraus entsteht, sodass es auch interessant bleibt irgendwie, auch für mich selber, wenn ich auflege.